von den hier. Wir haben da noch ein bisschen was vor uns. 4 Stück sind es da noch. Die wir dann so machen können. Ich glaube, wahrscheinlich Suramar wird wahrscheinlich, gehe ich mal auch davon aus, auch eine eigene Dungeon haben. Wäre komisch, wenn nicht. Wenn man jetzt die Tatsache bedenkt, dass es da auch eine Questreihe gibt, die man machen muss, wird es wahrscheinlich auch sowas geben. Aber ja, das Glück ist uns nicht heut. Wie immer. Fokussieren wir uns auf Kollegen Dagul. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, der Hochberg ist in dieser entscheidenden Stunde in fähigen Händen. Ja, würdest du mir auch bitte erklären, Mr. Taure, warum sie... Achso, es ist ja kein Taure, es ist ja so ein getarnter Drache. Mr. Taure, der jetzt Drache getarnt ist, warum sie mich jetzt hier verlassen und mich nicht unterstützen. In so einer entscheidenden Phase einfach so zu sagen, yo, ihr Helden, tja, ihr seid so Babo, ihr schafft das auch ohne uns. Ich bin außer Reichweite. Es ist ziemlich, da hat jemand die Motivationsspritze zu viel genommen. Der Kollege. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sollten das ganze Areal clearen. Ich habe sonst das Gefühl, dass sie, dass er sonst alle um sich pult. Meine Meinung. Und meine Meinung, die ich nicht laut ausgesprochen habe, nur so für mich gedacht habe, wurde beabsichtigt. Ist auch immer Safety first, ganz ehrlich. In Dungeons bin ich immer so der Typ, der sagen würde, immer Safety first. Weil die paar Minuten, die kann man nochmal zusätzlich opfern, um eben schnell halt mal den Boss hier, um hier mal die ganzen Trash wegzuhauen. Dafür gehen wir wenigstens sicher, dass wir nicht viben. Ja? Weil wenn die Viecher noch dazustoßen zum eigentlichen Bosskampf, oh, kann ich jetzt schon mal sagen, witzig ist es nicht. Witzig ist es definitiv nicht. Ich habe kein Ziel. Gut, jetzt haben wir alle ausgeschaltet, jetzt geht der finale Kampf erst richtig los. Ich trinke ein bisschen was von meiner Pulle. Das ist ein sehr entscheidender Augenblick. Und wir haben kein Heldentum. Schade. Na, warte mal. Wie lange ist die Abblickzeit? Ja, 6 Minuten. Bis dahin ist der Typ komplett tot. Okay. Let's do it. Warte mal. Noch nicht. Was hat er so drauf? Besiegt die geschmolzenen Kohlhäute, geht hinter Kristallstacheln in Deckung, um den Schaden der Magie... Aha. Bevor ich euch meinen Hammer überlasse. Ja. Ich bin der Architekt und Baumeister dieser Welt. Ich merk schon. Oh shit. Oh shit! Ha! Geht mir diesen Motherfucker aus dem Weg. Ihr müsst ihn mal weghauen. Ich glaube, das ist uncool. Wie wär's, wenn ihr mir weghaut? Der Typ hat mich im Target und der macht Damage, wenn er mich zu sich nimmt. Okay, der Typ hat was drauf. Gefällt mir. Aber Mr. Anderson, Sie sind nicht gut genug. Mit deinem komischen Hammer. Oh, interessante Moves, die du hier drauf hast, Mr. Dagul, oder sollte ich sie lieber Dagobert nennen? Sie werden lange nicht mehr leben, ne? Mein Todesritter braucht deine Haare. Wollte ich so mal sagen, ich muss hier Deckung nehmen. Da habe ich einfach so die ganzen Moves. Einfach der Move hat mich gegroovt. Auf Wiedersehen, Mr. Dagobert. Ist das möglich? Ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Dagul. Er wählt einen Träger von wahrer Stärke. Und ihr seid diesem Anspruch nicht gewachsen. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt, da Dagul tot ist und wir den Hammer zurückhaben, sind die Drogba geschlagen. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wiederhergestellt. Kollegen, dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Dagul gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Lebt wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat einen friedlicheren Anlass. Kollegen, wie wär's, wenn wir darüber diskutieren, dass ich in der ganzen Dungeon nicht einen Drop bekomme? Außer die verfickten Symbole des Triumphs. Hab ich... Oh Gott, Alter, ich krieg die Kotze, Alter. Ich krieg gleich einen Anfall, wirklich. Nee. Ich denk darüber nicht mal lange nach. Ich gehe jetzt einfach raus aus der Dungeon.
tue so, als wäre ich nie in dieser Dungeon gewesen. Ja, und tue so, als wäre nichts geschehen. Wie geht's? Alter Falter, also ich wirf's. Ja, Mann, wirklich. Oh Mann, das mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Was soll ich sonst sagen? Egal, wir müssen jetzt nach Dalaran sowieso zurück. Die Quest müssen wir scheinbar auch gar nicht abgeben, finde ich cool. Wir können wir auch direkt hier in Dalaran alles fertigstellen und gleich uns mit der Artefakt-Quest weitermachen. Bevor wir aber das machen, will ich mal gucken, was der Waffenschmuggler für uns bereithält. Was kann ich für euch tun? Ich kann euch die besten Konditionen für leicht gebrauchte Ausrüstung bieten. Er erteilt einen Arbeitsauftrag für eine Lieferung Waffen und Ausrüstung. Oh! Das heißt, es ist sozusagen eine... Ach, ich erinnere mich, ich habe da so eine... ich habe da doch so... bei diesem Wolfboy da irgendwie was gemacht, dass man ab und zu mal Missionen einnehmen kann, um Waffen zu liefern. Und wahrscheinlich wird das schon mal sowas in der Art gewesen sein. Interessant. Dann können wir ja diesen Arbeitsauftrag erteilen, oder nicht? Beginnt ein Arbeitsauftrag für Champion-Waffen, aber wo? Wo? Tell me. Achso, bei ihm? Ja, okay, gut. Ich dachte, das wäre so irgendwie nicht da. Bist du das? Ich liefere nur 50. Ah ja, Tatsache, er ist es. Hier, 50, ja komm. 50, kriegst alles. Man sieht sich. Die Aufträge sind erteilt, meine Leute kümmern sich um alles. Kommt in Kürze wieder, dann könnt ihr eure Lieferung direkt mitnehmen. Das heißt, hier könnte ich vielleicht... Er rekrutiert eine Lieferwaffenrüstung für Champions. Ah, ich weiß, was das, glaube ich, ist. Es ist ähnlich das, was in der Garnison damals war, was du benutzt hast, um die Leute da ein bisschen zu pimpen. Halt, um ihre Stärke da ein bisschen zu erhöhen. War das jedenfalls so. Weiß gar nicht. Also, mit Waffen verbinde ich immer, dass man das so unseren Anhängern gegeben hat. Dass sie dann, Stärke gemacht hat. Dass sie dann in der Lage waren, in stärkere Missionen reinzugehen, ohne Probleme. Glaube ich, jedenfalls war das so. Irgendwas in dieser Art. Naja. Schauen wir erstmal mal. Geben wir erstmal den Hammer ab. Wir haben endlich das letzte Artefaktstück zurückgebracht. Da wird sich unser Katka-Boy ziemlich riesig darüber freuen. Der Hammer ist wirklich das Letzte, was uns hier fehlt. Als ihr das erste Mal in unser Land kamt, fragte ich die Geister, ob euch zu trauen sei. Durch eure Hilfe bei der Vereinigung unserer Stämme habt ihr euch als wahrer Freund unseres Volkes erwiesen. Das ist alles, was du sagen hast, oder? Für uns war der Hammer von Kaskarot stets ein Symbol der Einheit. Eine Erinnerung an unsere stolze Geschichte. Doch in euren Händen wird er einem höheren Zweck dienen. Im Namen der Stämme des Hochbergs übergebe ich den Hammer hiermit an euch und eure Verbündeten. Möge er eure Feinde bezwingen. Ich hätte den Hammer auch ohne dich genommen, ja. Mir, unsere Schicksale seien miteinander verwoben. Mein Volk steht euch im Kampf gegen die Legion zur Seite. Also ich hätte auch ohne deine Erlaubnis den Hammer benutzt. Ist ja nicht so... Sie tut ja wirklich... Oh, was ist das? Ach, du, ein Steilhack. Dalaran-Krater, Karazhan... Cool, es gibt ja sogar ein paar Teleportationen zu bestimmten Sachen. Nett. Ja, super. Damit haben wir alles fertig. Das heißt wirklich, der letzte Schritt ist nur noch Surama. Und dann sind wir ja komplett durch. Durch mit der Sache. So. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier nach dem Eingang kalkulieren. Warte, hier ist aber... Warte, habe ich da gerade eine... Da, warte mal. Ich wusste, ich habe was gesehen. Gatrix Kolbenfresser. Was ist der für ein Typ hier? Hey! Wie geht's euch so? Hey da, Freund! Meine hiesigen Quellen berichten, dass ihr eine Auseinandersetzung mit den Gebrüdern Sechs Zündern hattet. Ihr scheint wohl einige Probleme mit ihnen zu haben. Also ich würde sie auch nicht zu meinen Freunden zählen. In diesem Sinne, wie wäre es, wenn ich euch ein paar geheime Informationen über ihren aktuellen Aufenthaltsort verrate? Vielleicht wird ihnen ja demnächst etwas zustoßen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, und bringen ein paar Freunde mit. Sie zählen nicht zu den einfachsten Zielen. Warte mal! Sind das diese Drecksäcke, die mich voll verarscht haben? Ah!
Tatsache, das sind diese Bastarde, die mich verraten haben und die mich verarscht haben. Aber wenn er schon sagt, ich brauche da ein paar Freunde dafür, wird das eine... Ja, aber ich krieg auch eine geile Sache. Guckt euch die Scheiße mal an. 820 Gegenstandsstufe Baby Cakes. Schönen Tag auch. Also, wir haben nie miteinander gesprochen, verstanden? Wo sind denn die Drecksäcke? Oh, die sind aber komplett weit entfernt. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht alleine schaffen kann. Ich weiß ja auch nicht, ob ich die Quest behalten soll oder ob ich erstmal ablehne. Ich werde wahrscheinlich... Ich werde es wahrscheinlich erstmal verschieben. Ich werde es nochmal in einen anderen Mai machen. Weil wir werden sowieso, sobald wir Suramar fertig haben, auch mal solche Open-World-Quests machen. Und so wie ich kenne, soll Open-World ja in jedem Gebiet verfügbar sein. Dementsprechend werde ich das dann einfach so machen, dass ich, sobald wir irgendwie nach Hochberg... oder war Sturmheim? Ja, sobald wir nach Sturmheim müssen, wegen irgendwelchen Weltquests, dass ich dann gleich die Quest mit annehme, wenn ich es nicht vergesse und da mich direkt drum kümmere. Damit habe ich sozusagen zwei mit einer Fliege geschlagen. Wenn ich es überhaupt solo schaffen sollte. Weil wenn er sagt, ich brauche Freunde dafür, also ein paar Verbündete an meiner Seite, wird das scheinbar doch keine so einfache Aufgabe, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut. Wir haben jetzt alle Säulen der Schöpfung abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, kriegt man dafür irgendwie so einen Verdienst? Und Verdienst in dem Sinne, ob wir da irgendwie Artefaktwaffen vorlagentechnisch irgendwie vielleicht was Neues bekommen. Wir können ja einen neuen Punkt erstmal benutzen. Denn... Erhöht den von Blutung verursachten Schaden um 3%. Gerne, da booste ich noch ein bisschen mehr rein. Ah ja, Tatsache, wir haben keine neuen Vorlagen freigeschaltet. Alles bleibt beim Alten, gut. Macht ja nichts, schlimm ist es ja nicht. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um unsere nächste Artefaktwaffe. Oder müssen wir noch ein Ziel auswählen? Ich glaube, Ziel müssen wir gar nicht mehr wählen, gibt es auch gar nicht mehr. Dann holen wir uns mal unsere nächste Artefaktwaffe. Kollege. Die Schatten rufen. Gesetzlosigkeit. Die Schreckensklingen. Wollen wir mal. Ja. Ihr möchtet... Nein, ich will nicht meine Spezialisierung unbedingt dafür noch verändern. So. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich denke, das ist eine gute, aber eine wirklich gute Wahl. Bis zum nächsten Mal. Kommt her. Ich vertell euch mal die Einzelheiten, Bielen oder Zweepullengebräu. Ich habe es nicht verstanden, aber ich vermute mal, du willst mir helfen. Das ist mein Feind, dass ihr da seid. Ich möchte euch ein Angebot machen. Schreckensadmiralin Elisa hätten Klingenpaar, das sie zu Geiste der südlichen Meere Markt hat. Sie hätte befohlen, den besten Pütte stohlen. Die Ende des Horizonts. Jetzt ankert sie gerade an der Küste von Azuna. Wenn ihr mir helfen könnt, das Schiff zurückzuholen, dürft ihr ihre verfluchten Klingen behalten. Trefft mich einfach an Bord die Purpurschleier, so ihr mir ein Angebot annehmt. Sie befindet sich am Dock von Beutebucht. Was nun okay, ordentlich Gold kostet. Trefft euch mit ihr auf der Purpurschleier in Beutebucht. Alles klar? So, Muttert. Wir sehen uns dann in Beutebucht. Jo. Beutebucht ist aber auf jeden Fall verdammt weit entfernt. Von da aus, ich müsste eigentlich nach Sturmwind mich teleportieren und von da aus hinfliegen. Ich würde sagen, ich mache hier so einen kleinen Minischnitt und dann sehen wir uns im Beutebucht gleich wieder. So, frisch angekommen, wollen wir uns jetzt endlich mal drum kümmern. Wie ich sehe, ich habe schon bemerkt, dass sie hier vorbeigeflogen ist. Es hat sich hier ein kleines Schiffchen getan. Wahrscheinlich ist es das, wovon er gesprochen hat, wo wir endlich das Ding herkriegen. So, reden wir mit unseren Kollegen. Alle her. Hebt der Becher für den Gesetzlosen. Der Schreckensadmiralin Elisa der Schreckenskling stehlen will. Ja, danke, danke. Das ist zu viel Applaus für mich. Was gibt's Neues? Hack! Aha! Ich wusste doch, dass ihr kommt. Immer schön auf den Horizont.